Hallo, ich begrüße euch zu meinem nächsten Video. Hier mache ich einen Beschleunigungstest von 0 auf 90 Stundenkilometer und alle Werte dazwischen. Und dies im Fahrmodus Eco Plus. Ich mache dies nur auf 0 auf 90 Stundenkilometer, da im Eco Plus man nicht schneller fahren kann. Die anderen Tests mit Eco und Normalmodus habe ich mit 110 Stundenkilometer gemacht. Dies könnt ihr auch gerne ansehen. Nächste Woche mache ich dann einen Vergleich zwischen Fahrmodus Normal, Eco und Eco Plus, damit man das genauer vergleichen kann, wie da die Beschleunigungswerte sind. Kommen wir nun zum Test. Ich beschleunige auf der Schnellstraße Mebo von 0 auf 90 Stundenkilometer. Links seht ihr die Werte von Mapset More App, rechts die Zeitmessung mit der CarScanner App. Ich habe jetzt die 80 Stundenkilometer erreicht, jetzt dann gleich die 90 Stundenkilometer und da beende ich den Test. Man sieht hier von 0 auf 40 in 4 Sekunden, 0 auf 50 in 5 Sekunden, 0 auf 60 in 7 Sekunden, 0 auf 70 in 9 Sekunden, 0 auf 90 waren es dann die 15,3 Sekunden. Man kann hier gut sehen, dass im Test klarerweise mit Eco Plus die Beschleunigung relativ langsam abläuft, aber trotzdem für das kleine Auto noch recht flott. Und man kann auch auf der Schnellstraße noch damit fahren, als wenn er mal mit Eco Plus Modus eingestellt ist. Das Limit besteht also aber darin, dass man nur 90 Stundenkilometer fahren darf. Jetzt möchte ich das Ganze, die Beschleunigungsmessung mit Modus Eco Plus, nochmal anhand der Grafik näher erläutern. Also 0 auf 40 in 4 Sekunden, 0 auf 50 in 5,8 Sekunden, 0 auf 60 in 7,46 Sekunden, 0 auf 70 in 9,628 Sekunden, 0 auf 80 in 12,097 Sekunden und 0 auf 90 dann in 15,32. Nächste Woche zeige ich euch im Video dann den Vergleich mit Eco, Eco Plus und Normal. Ich hoffe, soweit hat euch das Video gefallen. Bleibt dran, abonniert meinen Kanal. Ciao! Okay, das war's. Mit den folgenden Bildern von Südtirol möchte ich mich von euch heute verabschieden. Werde nun wöchentlich aktuelle Infos zum Thema E-App auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Meldet euch einfach, falls ihr noch Fragen habt oder Themenwünsche. Dann werde ich diese versuchen auszuarbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video von heute soweit gefallen. Für jedes Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Und nicht vergessen, abonniert meinen Kanal, denn es folgen ja noch weitere interessante Videos. Grüße, ciao, euer Elektroauto-Kanal.